Hino Rokondo, Yoko Ono, Mick Jagger, Bill, Herbie Hancock, Laurie Anderson, Sly and Robbie und demnächst Iggy Pop und nicht zu vergessen Material. Alles Produktionen, die auf das Konto von Bill Laswell gehen. Bill Laswell, 32 Jahre alt, Bassist und Produzent, einer der gefragtesten dieser Erde. Neben Quincy Jones der gefragteste. Und auch mit seinem neuesten Projekt, seinem eigenen neuen Projekt, Last Exit, hat er sich an die Spitze gespielt. Er wird mit Auszeichnungen überhäuft. 1986 war es im Februar, da wurde diese Formation gegründet. Mit dabei Peter Brötzmann, der Saxophonist aus Deutschland, Gitarrist Sonny Sharrock, an den Drums Shannon Jackson und natürlich Bill Laswell. Das Ganze fand statt ohne vorherige Absprache. Man ging einfach auf die Bühne und spielte zusammen. Man vertraute aufeinander, man vertraute auf das Können des anderen. Alles vier Profis, die einfach aufeinander irgendwie eingespielt sind. Das Konzept war, kein Konzept zu haben, und das Konzept lautete Improvisation. Und so sagt denn auch Jazz Forum, ob Last Exit die Band ist, die am besten improvisiert in Sachen Rock seit Jimi Hendrix Experience oder die Jazzgruppe, die Free Jazzgruppe, die am besten das macht, was man aufregend und witzig findet im Jazz seit Coltrane's Unit. Ich glaube, man kann es in beiden Fällen sagen, ja, das ist sowohl als auch. Die dritte Platte, Cassette Recordings 78, ist auch ein Renner. Wir sehen sie heute Abend in dieser Formation. Und übrigens, die Gruppe übt nur, wenn sie gerade mal auf Tour ist. Bill Laswell sagt selber, dass dieses Projekt eigentlich so etwas ist wie eine Art Erholung. Man muss sich vorstellen, dass dieser Mann in den letzten Jahren über 60 Platten produziert hat. Eine ganze Menge. Und hier erholt er sich. Seid ihr fertig, Jungs? Können wir loslegen? Na gut. Hier um mich herum ist Last Exit, bis auf einen sind alle da. Das ist Peter Brötzmann, Sonny Sharrock und Shannon Jackson. Wie gesagt, Bill Laswell ist sehr, sehr scheu, er traut sich nicht vor die Kamera und deswegen werde ich eben die verbleibenden Herren fragen. Zum Beispiel Herrn Sonny neben mir. Is there a future to free jazz? Hat Free Jazz als Stilrichtung eine Zukunft, Sonny? Ja, wie jede andere auch. Das hängt natürlich von den Musikern ab und nicht von der Schule, die um eine Musik herum aufgebaut ist. Solange die Musiker in dieser Richtung kreativ sind, wird auch diese Musik weiter wachsen. Ist Free Jazz immer noch so innovativ? Natürlich, wie gesagt, das hängt von der Kreativität der Musiker ab. Wenn das nicht der Fall ist, dann stagniert alles. Peter, mit dir kann ich Deutsch reden. Wie ist es, mit Bill Laswell zusammenzuarbeiten? Ach, ganz wunderbar. Ganz wunderbar. Aber ich möchte auch ein bisschen mal die Begriffe, die du bisher in diesem Interview gebraucht hast, ein bisschen klarstellen. Das, was wir tun, hat mit Free Jazz nichts zu tun. Aha. Ja. Sondern? Es hat mit improvisierter Musik zu tun. Es hat mit Musik zu tun, die von uns allen Vieren aus ganz verschiedenen Roots kommt, wie man sagt, über so Wurzeln. Und ich meine, Shannon ist ein Mann, der auch aus der Jazzgeschichte kommt, aber er kommt auch ganz woanders her. Und bei Sonny ist das genau dasselbe. Bei mir, okay, ich bin nun mal so eine Figur innerhalb dieser europäischen Free-Jazz-Entwicklung, aber ich kann das Wort nicht mehr hören. Wirklich, ich kann es nicht mehr. Und Bill kommt vom Blues, Rock'n'Roll und was weiß der Teufel, ist ein prima Kerl und ein guter Producer und was der Teufel. Also Free-Jazz sollten wir wirklich in unserem Zusammenhang bitte wirklich ganz außer Acht lassen. Schmeiß mal's in den Müll. Ja, gut. Trotzdem du mit dem New Yorker Bill Laswell und auch die Jungs hier sind mehr oder weniger in New York zusammenarbeitest, lebst du noch in Wuppertal. Wie ist da der Kontakt? Oder übt ihr nur, wenn ihr auf Tour seid? Oder wie ist das? Diese Band, also Last Exit, ist eigentlich entstanden aus einem ziemlichen spontanen Moment und wir haben gesagt, okay, machen wir das so und so und Sonny kenne ich seit mehr als 20 Jahren, Bill kenne ich
ein bisschen länger. Shen kenne ich von seinen eigenen Decoding-Geschichten und anderen Cecil Taylor-Aktivitäten und so. War es eigentlich nur eine Frage, okay, wen kriegen wir zusammen? Und im Endeffekt haben wir alle dann gesagt, ja, Shen ist der richtige Trommler dafür. Und ja, das war's. Also es ist überhaupt keine sensationelle Angelegenheit, die uns manchmal inzwischen so angedichtet wird, also mit Geld verdienen oder... Nee, es ist... Man merkt einfach die ungeheure Spielfreude, die ihr auch zusammen habt. Was verbindet euch eigentlich? Ja, die Lust zu spielen. Ja. Also ihr habt keine Leichen im Keller zusammen? Nee, überhaupt nicht. Also in dieser Band, und ich meine, ich habe im Laufe der letzten 20 Jahre, und jeder von uns hat das mitgemacht auf seine sehr spezielle Weise, aber die Band, glaube ich, und ich hoffe, ich kann das sagen, und ich denke, ich kann das sagen, für jeden von uns, wir haben einfach Lust, das zu machen. Sonny, of course it's a pity that Bill is not here. Sonny, es ist natürlich schade, dass Bill Laswell nicht selbst hier ist. Du bist aber von ihm produziert worden. Wie war das? Was ist so Besonderes an ihm, dass sich zig Künstler drängen, mit ihm zu arbeiten? With different artists, with different bands, with different projects. What's so special about him as a producer? You know, I don't know anything about producing at all. Ich selbst weiß überhaupt nichts vom Produzieren. Er hat meine beiden Solo-Projekte gemacht. Bill hat mir den Kopf für meine Musik freigehalten. Ich kam ins Studio mit meiner Musik und meinen Musikern und konnte das machen, was ich wollte. Bill wurde dann erst sehr wichtig, als es ans Mischen ging. Da ist er einfach der Fachmann, wenn es gilt, die Platte selbst zu machen. Wie gesagt, davon habe ich keine Ahnung. Und im Gegensatz zu vielen anderen Kollegen bin ich schlau genug, nicht selbst zu produzieren, sondern dies Fachleuten wie Bill zu überlassen. Unlike some guys, I hope enough sense to not try that on my own, because I don't know how it's done. And he does understand that. And so that's, you know, on my project, that's what made it nice. You know, that he knew what was happening studio-wise. And he turned it into a record, you know. I just made the music. So would you say he's a kind of a producer? Welche Art von Produzent ist Bill? Einer, der unerbittlich seinen eigenen Stempel aufdrückt, oder einer, der wirklich versucht, das Beste aus einer Band herauszuholen? Keine Ahnung. Ich habe außerhalb meines eigenen Projektes nicht mit ihm gearbeitet. Ich denke, dass er bei einem Popmusiker, der ohne Ideen ins Studio kommt, wesentlich mehr tun muss als bei mir. Da wird er wohl das machen müssen und mehr machen müssen. Ich beneide nicht um diesen Job, ich wüsste nicht, was da zu tun wäre. I don't know how he works with other people. I would guess that he might have to do a lot more with other people, you know. I don't envy him that job. I think it's very, very hard. I wouldn't know how to go about doing it, you know. Shannon, Bill is the youngest. Frage an Shannon. Bill ist der Jüngste in eurem Quartett. Sag mal, ist er etwas Besonderes, weil er eben hier nicht auftaucht und ihr schon? Wie ist eure Beziehung zu ihm? What's your relationship to him in the group? Is he something special, or is he just one of your kind? He's a musician, yeah. Er ist ein Musiker, ein toller Musiker und ein fantastischer Bassist, genau wie Brötzmann ein toller Saxophonist ist und Sherrock ein toller Gitarrist. Und als Produzent, nun, da lässt er die Leute einfach machen. Er setzt ihnen nichts auf. Er erfindet keine Schubladen für sie, sondern drückt sie in dem, was sie können, nach oben. Und darin ist er ein absolutes Genie. Und bei uns, bei Last Exit, da ist er einfach nur der Bassist. Ideas on a particular person's music genre, an idea, he allows people to do what they do best, and enhance that, you know, as opposed to trying to make box it in and make it what it's not. You know, it's just a matter of someone taking something that has gained a degree of perfection, and then taking that a step further. You know, and for that, he's a genius. In terms of Last Exit, he's the bass player.